Der Reichtum unserer Sinne ist für Ignatius ein ganz wertvoller Schatz. Deswegen lädt er uns ein, nicht in unserem Kopf zu bleiben, sondern eben mit dem Verspüren und Verkosten dessen, was wir erfahren, erleben, wie die Natur uns begegnet, davon uns berühren zu lassen und unser Herz zu öffnen. Deswegen lädt uns Ignatius auch ein, die verschiedenen Schriftstellen in der Heiligen Schrift nicht einfach nur darüber nachzudenken, sondern wie in einem großen Bild lebendig werden zu lassen. Dann werden diese Bilder oder auch diese Botschaft uns viel tiefer ansprechen, als wenn wir nur darüber nachdenken. Unsere Sinne zu öffnen und unsere Sehnsucht nachzuspüren, dafür scheint mir hier Bad Schönbrunn wie geschaffen. Das ist natürlich einmal diese wunderbare Voralpenlandschaft, die unsere Seele berühren kann, aber auch diese harmonikale Architektur von André Studer, die in einem idealen Maß uns entgegenkommt und uns wohlfühlen lässt und so unsere Seele und uns selbst uns öffnen lässt. Uns öffnen für Gott und die Welt, uns zu öffnen für unser Gegenüber, da kann uns immer wieder viel Wertvolles geschenkt werden. Da können sich für uns wie Schätze auftun. Deswegen legt Ignatius so großen Wert darauf und lädt uns ein, ganz sorgfältig auf den anderen hinzuhören. Der andere hat uns Wichtiges zu sagen. Da kommt Wesentliches zum Tragen, auch für mein Leben, auch für meine Sicht der Welt. Deswegen gilt es nicht vorschnell, den anderen zu verurteilen, aus welcher Kultur oder Religion er auch kommen mag. Und deswegen ist der Dialog gerade mit diesen anderen Kulturen, Religionen für uns so wertvoll und verheißungsvoll. Vielleicht ist das die Botschaft des ignatianischen Jahres, dass wir immer wieder neu unser Leben unterbrechen lernen, dass wir neu lernen, unsere Sinne zu öffnen und uns auch öffnen für die Botschaft unserer Schwestern und Brüder. Das wäre ein erster wichtiger und hilfreicher Gewinn.